ist doch total kacke. Haben wir ja einfach immer noch in nur neu generierten Biomen bin. Hier sind überall große Bäume. Da kam ich nicht her. Das weiß ich. Je. Ey, das ist jetzt echt doof. Ich habe keine Ahnung, wo ich bin, wie ich jemals wieder heimkommen soll. Hallo, hier ist eine Wolke. Ey. Wo habe ich überhaupt schon wieder Schaden genommen? Bin ich runtergefallen irgendwo? Okay, da vorne wieder Unmengen an Sand. Gut, das sieht sehr falsch aus. Wo bin ich? Ich will hier weg. Ich will heim. Oh meine Güte, ich mache jetzt erstmal die Heizung aus. Ja, da hinten ist eine Heizung. Mysteriös, ne? Falls ich hinter so einem grünen Vorhang alles verbergen kann. Bei mir ist es ziemlich heiß gerade. Je große Bäume, bla bla, kennen wir schon. Ich bin hier falsch. Vermutlich entferne ich mich immer weiter von dem Punkt, wo ich eigentlich herkam. Ja, das sowieso. Okay, hier ist auch wieder nur Ozean. Toll. Und jetzt? Das haben wir schon wieder völlig vergurkt. Was ja aus dem Himmel kann ich mich jetzt auch nicht mehr verlassen, weil ich so oft jetzt schon die Richtung geändert habe. Dass ich nicht mehr zuverlässig zurückkomme, wenn ich in eine Himmelsrichtung laufen will. Okay, da sehe ich jetzt links den großen Baum. Aber rechts kaum welche. Ich gehe jetzt erstmal in dieses Tal hier rein. Oh ja, ein Creeper. Meine Werkzeuge ist auch kurz wegsperren. Ich habe das überlebt. Hier ist ein Sandloch. Oh mein Gott. Ja, noch mehr Zuckerrohr, ne? Toll. Indem ich hier irgendwie gefühlt zu allen Seiten nur Küsten habe, muss ich doch eigentlich
Irgendwo in der Mitte dieser chinesischen Küsten mein Haus finden, oder? Das meine ich jetzt eigentlich wirklich ernst. Also wir sind an einer Küste losgelaufen, quasi immer nur geradeaus in eine Richtung und bin dann an der Küste angekommen. Also müsste irgendwo in der Mitte dazwischen mein Haus stehen. Zumindest in irgendeine Richtung, weil ich hätte ja zumindest eine Küste sehen müssen, wenn ich über eine Küste drüber gegangen bin. Das heißt, mein Haus muss, wenn dann, auf dieser Seite liegen. Also hoffe ich jetzt mal. Wenn nicht, dann bleibt uns nur noch der Freitod und dann müssen wir aufgeben, unsere Sachen zu suchen, weil das hat keinen Sinn. Jetzt wird's auch noch schon wieder hell, ey. Ey, jetzt nicht im Ernst, jetzt laufe ich nicht dahin, die Richtung, die das Tal ging. Ich hab wirklich. Ich hab. Hä? Oh je. Top. Gott, unten ist auch noch ein Zombie. Weg hier. Oh je, oh je, oh je, oh je. Super, meine Rüstung ist weg. Pilz. Meine Orientierung ist auch weg. Ich glaube, wir machen jetzt eine Planänderung. Ja, wir machen jetzt eine Planänderung. Boah, nachdem ich überhaupt keine Ahnung mehr habe, wo mein Zuhause jetzt eigentlich ist und wo nicht, sehe ich mich quasi dazu gezwungen, jetzt tatsächlich unter die Erde zu gehen. Und so lange zu buddeln, bis ich Redstone finde und einfach nur hoffen, dass es im Spiel bereits den Kompass gibt, mittels dem ich meinen Spawnpunkt finde. Weil großartig mehr fällt mir jetzt nicht mehr ein, was ich machen könnte, wenn ich ehrlich bin. Wir haben noch ein bisschen Holz, haben noch Spitzhacken über, wir müssen drei Eisen finden, den Ofen haben wir schon. Ich sehe hier nur große Bäume. Ja, in die Richtung ist auch wieder nur Wasser. Ich habe wirklich langsam keinen blassen Schimmer mehr, wo unser Zuhause sein könnte. Geschweige denn, wo irgendwas sein könnte. Also wirklich, ich kenne mich nicht mehr aus hier. Gar nicht mehr. Ich habe keine Ahnung mehr von allem. Wir haben Kaktus gefunden, wir haben Lehm gefunden. Aber ich glaube, aus Lehm Dächer zu bauen, können wir uns auch abschminken, weil das Zeug ist zu selten dafür. Mal davon abgesehen, dass ich überhaupt keine Ahnung habe, wo ich noch Lehm finden sollte, weil ich eh nicht mehr nach Hause komme. Wie man hier so schön sieht, ne? Ja gut, dann
Würde ich sagen, fälle ich jetzt den Entschluss, Beinbruch der Dunkelheit, wieder in die Höhle, also was heißt wieder in eine, mich nach unten zu graben und auf Redstone zu hoffen. Aber alles andere hat keinen Sinn. Okay. Hier ist es auch wieder ein großer Baum, ne? Ja. Es sieht halt hier alles so vertraut aus. Ich gehe jetzt runter. Tut mir leid, aber ich sehe keine andere Wahl. Ich musste jetzt runtergehen. Ich wüsste nicht, wie ich wieder heimfinden sollte. Und wenn es noch keinen Kompass gibt, dann müssen wir so lange halt uns in Höhlen rumtreiben, bis wir einen Kompass finden. Bis es ihn gibt. Gut, erstes, was wir dazu brauchen, haben wir schon mal. Nämlich Eisen. Sogar genau die richtige Menge. Alter, und immer wieder diese Lags, die machen, beunruhigen mich ehrlich gesagt auch ziemlich. So. Mehr Erde wieder. Ich wüsste jetzt auch nicht auf. Ja. Okay, hier ist schon mal Kohle. Das ist auch schon mal gut für Licht. Boah. Das nächste Mal muss ich mir halt wirklich immer den Weg markieren. Ich wüsste auch gern, wo ich vom Weg abgekommen bin. Ich war ja schon bei den Fackeln. Da bin ich irgendwo. Das ist ja, genau, da ist mir das Spiel abgeschmiert. Und dann weiß ich nicht mehr, wo ich war. Alter, wie lange dauert das eigentlich noch, bis ich unten bin? Okay, hier ist Gold. Ja, fast schon mal sagen, machen wir schon mal eine Eisenspitzhacke. Habe ich eigentlich keine Ahnung, welche Höhe Gold spawnen soll. Ist auf jeden Fall interessant, dass es hier spawnt, weil ich weiß nämlich nicht, wo ich bin. Auf welcher Höhe. Wie gesagt, ich habe überhaupt keine Orientierung gerade. Wo sind die Sticks? Ah, da sind sie. Sogar gar nicht wenig Gold, ne? So,
So, die Spitzhacke heben wir uns dann wirklich nur dafür auf.